Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Cube Escape Seasons. In der letzten Folge haben wir den Frühling of 64 gemacht und heute machen wir The Summer of 71. Ja, auf jeden Fall zweiten Cube. In der letzten Folge war das noch alles ganz okay, da war nur irgend so eine creepy Frau. Und ich sehe schon, es ist dunkler als beim letzten Mal. Und wir haben neue Gegenstände. Oh, ja, genau. Wir sind ja auch jetzt... Was ist das? 1971? Das ist auf jeden Fall gerade viel zu laut. Das muss ich mal ein bisschen anpassen hier. So. Und von daher haben wir uns auch neues Zeug gegönnt. Hier so eine Leuchte. Keine Ahnung, ist das eine Schwarzlichtleuchte? Dazu haben wir jetzt auch mal einen Kassettenrekorder. Letztes Mal stand hier noch ein Radio rum. Was haben wir denn sonst so? Also unseren Herd haben wir behalten. Da, guck mal, da hängt das Bild, das wir wieder heil gemacht haben. Auch sehr schön. Genau, um diese Frau ging es. Die stand da beim letzten Mal. Und weil es hier gerade so dunkel ist, würde ich einfach mal gerne das Licht anmachen. Und es ist dunkel draußen. Okay, alles klar, dann machen wir wieder zu. Hier, das ist Harvey. Okay. Ich glaube, Harvey geht's nicht mehr gut. Papa, was ist mit Harvey los? Ach du Kacke. Okay, letztes Mal war auf jeden Fall hier oben was. Und auch dieses Mal ist da oben wieder was. Ja, mein Schlüssel. Können wir damit Harvey befreien, eventuell? Nein. Okay, sorry Harvey. Der zu irgendeinem Dino mutiert oder sowas. Aber wir können dich anscheinend nicht retten. So, haben wir unten wieder irgendwas? Nein. Das ist immer noch stuck. Haben wir immer noch nicht repariert in diesen 7 Jahren. Das Ei vom letzten Mal ist auch weg. Gut, wir haben einen Schlüssel. Was machen wir mit diesem Schlüssel, ist die Frage. Garantiert können wir den hier einsetzen. Und da haben wir einen Tresor. Okay, sehr interessant. Was haben wir hier noch? Da fehlt auf jeden Fall ein Kabel. Das sieht so aus, dass es no power hätte. Ja, also nee, das Kabel ist da, aber der Stecker fehlt für die Steckdose. Müssen wir diesmal wieder ein Bild suchen? Scheinbar. Okay, also wir müssen immer Bilder suchen. Die Kerze ist auch nicht viel weiter runtergebrannt, aber ein bisschen in diesen 7 Jahren immerhin. Vielleicht ist es auch eine neue Kerze. Und letztes Mal haben uns ja die gelben Zettel sehr geholfen. Remember that song? Erinnerst du dich an das Lied? Weiß ich nicht. Summer of 69? Ist vielleicht Summer of 69 genannt? Ich versuch das mal. Summer of... Achso, 1996 müsste das dann sein, ne? Summer of 69. Nee, 69 ist aber 96. Ist scheinbar falsch. It's the summer of 69. Ding. Oder, ja, 69. Gut, probieren wir mal. Da haben wir auf jeden Fall den Stecker gefunden. Probieren wir mal aus, ob wir... Nee, wir haben keine Kassette. Kennt ihr das überhaupt noch, Leute? Eine Kassette? Und wenn ja, was war eure Lieblingskassette von früher? Ich habe früher immer Ein Königreich für ein Lama gehört. Das war cool. Das habe ich mal zum Schlafen gehen dann gehört. Okay, also da brauchen wir auf jeden Fall irgendeine Kassette. Wir können jetzt aber auf jeden Fall hier den Plug da einfach mal rankleben. Apropos Klebe. Wahrscheinlich brauchen wir irgendeine Klebe dafür. Wo kriegen wir denn jetzt Klebe her? Was sagt man? Da wird Blut sein? Wer ruft da andauernd an? Alter, ich verklag dich. Darf er das? Darf er mir einfach sagen, dass da Blut sein wird? Das ist doch eine Drohung, oder nicht? Ich fühle mich jetzt ein bisschen beängstigt hier. So, können wir wieder die Zeit ein... Oh, guck mal, da haben wir ein Teil gefunden. Geil. Ich glaube, das mit dem Zeiger bringt überhaupt nichts. Das hat in der letzten Folge auch schon nichts gebracht. Na gut, dann haben wir hier für jeden Fall noch ein Fernglas. Und letztes Mal war hier, genau... Streichhölzer drin, die haben wir auch dieses Mal gefunden. Und letztes Mal war hier ein Löffel drin, diesmal ist da ein Schraubenzieher drin. Sehr schön. Und unsere Pflanze ist eingegangen, wie ich sehe. Und unsere Pflanze blutet. Unsere Pflanze ist gar keine Pflanze. Unsere Pflanze ist eine Hand. Alles klar. Gut. Das sieht sehr schön aus. Gut, ich stelle mich mal darauf ein. Warte, ich setze mich mal kurz gerade hin, dass ich gleich einen Jumpscare erlebe. Da ist auf jeden Fall noch ein Teil. Geil. Oh Gott, das ist sau eklig, Mann. Also geht wieder zurück. Und wir kriegen ein Fototeil dafür.
Ja, gut, das war dann wahrscheinlich damit gemeint, dass es hier Blut geben wird. Alles klar, kann man mal machen. So, da oben hatten wir schon den Schlüssel rausgeholt, ne? Okay, können wir noch irgendwas mit Harvey machen? Scheinbar nicht, aber er hat immer noch eine sehr liebliche Stimme. Aber wir können jetzt garantiert das Ding hier heilen. Tatsache. Geil, okay, was bringt uns das? Hey, jetzt ist wieder stuck. Da ist ja nicht mal irgendwas drin. Können wir das anzünden? Nein. Was sollen wir denn da reintun, ist die Frage. Wir können auf jeden Fall den Ofen anmachen. Das hier sieht mir auch so aus, als wenn da irgendwas wäre, aber da ist nichts. Nee, na gut, dann machen wir hier das Ding da irgendwie heil. Geht das auch mit dem Schraubenzieher? Tatsächlich. Gut, das ergibt gar keinen Sinn, dass das mit dem Schraubenzieher einfach geht, aber ich widerspreche mal nicht. So, was sehen wir jetzt Schönes? Gar nichts. Hä? Ach, weil das Licht an ist. Alles klar. Machen wir das Licht aus. Sehen wir jetzt irgendwas? Blub! Sperma! Was ist das? Sieht aus wie ein Gesicht. Da ein Auge, da ein Auge. Ist ein Geist oder so. Jetzt mal ganz ehrlich. Wofür? Erstens, wofür hat man so eine Lampe? Und zweitens, was sind das hier für Flecken? Das macht mich jetzt ein bisschen stutzig. Egal, wir haben auf jeden Fall hier noch ein Teil gefunden. Ich glaube, nur dafür war das da. Und ich will die Flecken nicht mehr sehen. Gut, dann setzen wir einfach mal die Fotodinger hier ein. Zack, zack. Aber wisst ihr, was noch fehlt, Leute? Ah, sieht aus wie ein See. Uns fehlt noch der Würfel. Und das leuchtet auch nicht, noch nicht so cool wie beim letzten Mal. Auf jeden Fall können wir das Ding hier anzünden. So. Und wir haben natürlich noch ein Binocular. Ein geiles Fernglas. Und da haben wir eine Kassette. Okay, cool. Habe ich eine Kassette gefunden. Mal gucken, was da Schönes drauf ist. My favorite song. Go. Okay. Einfach so ein ganzes Orchester. Gut, nein, das Lied kenne ich nicht, aber ich muss es anscheinend auch gar nicht kennen. Wo ist jetzt dieses Kassettengehäuse? Das will ich auch wieder haben, hallo? Gut, an dich. War aber ein schöner Song, muss man sagen. Wir haben ein Tape. Was machen wir mit diesem Tape? Das ist eine sehr gute Frage. Mit dem Tape hätten wir eigentlich das Ding hier zusammenkleben können. Das hätte ich für okay gefunden, aber einfach mit dem blöden Schraubenzieher das heil zu machen, das verstehe ich nicht. Egal, können wir irgendwas mit dem Tape machen? Nein. Irgendwie abwischen oder so. Aber scheinbar nicht. Tja, wo waren wir noch nicht? Willst hier Harvey, willst du vielleicht Tape essen oder so? Nein. Willst du nicht? Alles klar. Geht's dir denn gut, Harvey? Ja? Oh, das ist schön. Du bist immer noch knuffig. Gott, ey, diese Stimme. Okay, wir haben einen Mond. Wir haben einen Mond. Wir können rausgucken. Da ist zum Glück kein Schatten. Was steht da?
Too heavy to lift. Ah ja, wir sind immer noch nicht stärker geworden zum letzten Mal. In den 7 Jahren haben wir leider überhaupt nicht trainiert. Und wir haben ja auch noch diesen Tresor, für den wir irgendwie noch einen Code brauchen. Und zwar nicht den Code von Tian und auch nicht den Code von Harvey, sondern ein Geheimcode. Gut, keine Ahnung. Wir können hochgucken. Alter, krass. Können wir auch zur Seite gucken? Können wir hier auch hochgucken? Nee, das geht nur hier. Wow. Okay, ich denke einfach mal, wir müssen irgendetwas mit diesem Mond machen. Und da wir ein Fernglas haben, gucken wir uns einfach mal den Mond an. Geiles Störgeräusch. Das mag ich. Wow. Was ist das denn? Alter, da schlägt gleich ein Meteorit auf den Mond ein. Oh Gott. Nee, doch gar nicht. Wow. Alles klar. Was haben wir denn da? Das sieht aus wie ein Gitter oder Fenster. Hi. 1487? Muss ich mir das jetzt aufschreiben? Muss ich mir das merken? Ich weiß, dass der... Ich habe hier kein Blatt. Scheiße. Doch, da. Okay. Ich weiß, dass der Tresor nicht sehr weit weg ist, aber eventuell brauchen wir das später auch nochmal. Ist ja immer mal gut möglich, dass das auch noch später verwendet wird. So, 1487, alles klar. 1487 war, glaube ich, gar nicht bei den Zahlen dabei, oder? Oder war das das letzte, das Winter? Das kann sein. Auf jeden Fall winkt sie uns zu. Hi. Was? Bitte was? ich hoffe, das ist nicht unsere... Warte, sind wir das? Ich meine, das sieht aus wie unser Zimmer da hinten. Die hat auf jeden Fall genau denselben Ofen wie wir. Und das ist irgendein Schatten, der die Frau tötet. Ich hoffe nicht, dass wir jetzt einfach im Winter sterben. Und es wird immer blutiger. Okay. Damit ist dieses Spiel creepy geworden. Können wir da jetzt nochmal angucken? Ah ja, sie lebt noch. Haben wir sie nochmal umgebracht? Gigi? Okay, wir machen mal schnell wieder das Fenster zu. Das ist mir zu creepy, das ist mir zu creepy. So, gut, wir haben jetzt auf jeden Fall eine Nummer und ich denke einfach mal, dass da drinne. Was war das? 1487? Gut, dass mir das aufgeschrieben habe. Ich hätte es mir nämlich nicht gemerkt. Ich denke einfach mal, dass da drinne jetzt der Würfel sein wird. Oder ein Schrimp. Aber wir haben gar kein Gefäß dieses Mal. Ach warte, wir können den Schrimp da reinpacken, gell? So. Brate, Schrimp. Brate. Bist du schon fertig? Nö. Ach so, das funktioniert ja mit Gas, gell? So. Zack. Hä, das ist doch das Bild, das wir eben zusammengesetzt haben. Dieser Lake, oder nicht? Also dieser See. Oh, guck mal, da ist die Frau auch. Wird die jetzt auch umgebracht? Geht's in diesem Spiel darum, dass man umgebracht wird? Ach, guck mal. Schon ist es der Schatten. Vielleicht ist die Frau ja der Schatten und sie hat sich selbst umgebracht. Gut, interessiert mich nicht. Ich habe auf jeden Fall mal einen Würfel. Also irgendwas hat das mit diesem Schatten zu tun. Irgendjemand wird umgebracht. Diese Frau, ich weiß nicht, wer diese Frau ist, aber wir haben sie auf den einen Bild gesehen. 1964 im Frühling. Vor unserem Haus, by the way, also die stand hier ja draußen vor den Crashblüten. Ich hoffe einfach mal, wir sind das nicht, dass wir uns nicht selber da irgendwie beobachtet haben. Aber dass allgemein jemand auf dem Mond lebt, ist schon ziemlich merkwürdig. Und warum aus einem Schrimp plötzlich eine Dimension wird, durch die man durchblicken kann, habe ich jetzt auch noch nicht so ganz verstanden. Aber das passt schon, denn wir haben unseren Würfel. Der immer noch nicht blinkt. Und ich weiß nicht warum. Ach so, wir hängen das dann ein weiter oben auf, gell? Das ist ja toll. Wieso blinkst du nicht? Was fehlt denn? Was haben wir letztes Mal gemacht, was wir jetzt nicht gemacht haben? Mal gucken, was haben wir denn sonst noch so? Wir haben einen Schraubenzieher, wir haben Streichhölzer, wir haben ein Fernglas und wir... Tape. Mit dem Tape muss ich noch irgendwas machen.
Muss ich hier das Bild eintapen? Nein. Muss ich hier irgendwas tapen? Auch nicht. Vielleicht müssen wir das Tape hier einpflanzen und beim nächsten Mal... Okay, doch nicht. Beim nächsten Mal kommt dann da eine CD raus oder so, wer weiß. Oder wir packen... Ah, tatsächlich. Wir packen es einfach in den Ofen und zünden es an. Ah ja. So, dann wieder darauf klicken und wir sind fertig. Okay, das war auf jeden Fall schon mal ein bisschen anspruchsvoller und ein bisschen sehr viel creepier als Frühling 64. Das war der Sommer 71. Jetzt kommt noch der Herbst 71 als nächstes. Das Spiel nimmt auf jeden Fall Fahrt auf, würde ich sagen. Ja, wenn ihr es selber spielen wollt und euch hier nicht spoilern wollt oder was weiß ich, dann ist der Link zu dem Spiel wieder in der Videobeschreibung auf jeden Fall. Bedanke mich wieder recht herzlich fürs Zuschauen, liebe Leute. Würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal und tschüss, sterbt nicht und habt Spaß. Bye, bye.